Zeit für Finanztalk und Zeit heute auch ein bisschen vertiefender über die Rohstoffe zu sprechen. Über Erdgas, über Silber reden wir, aber auch über die DAX-Entwicklung und welche Favoriten der Christian Schlegel uns mitgebracht hat. Herzlich willkommen zum Finanztalk am Dienstag, den 22. August 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein. Wir sprechen als erstes mal über die Geopolitik und die Daten, die wir natürlich bekommen haben seitens der Volkswirtschaften. Und da hat uns gestern so ein bisschen geschockt im DAX, dass die Erzeugerpreise über 30% angestiegen sind. Ja, das heißt ja nichts anderes, als dass später auch die Verbraucherpreise entsprechend nachgezogen werden müssten. Und das heißt dann auch Inflation. Da sind wir noch nicht am Peak. Darüber möchte ich zuerst sprechen mit dem Christian Schlegel. Hallo Christian. Servus, hallo. Wie würdest du denn die Gesamtlage zusammenfassen aus Daten und vielleicht Zinsgespensten? Also ich bekomme jeden Tag relativ viel E-Mails. Und gestern habe ich eins bekommen von der Deutschen Privatbank. Die haben einen wunderschönen Satz gebracht, der meiner Meinung nach alles darstellt. Eben zurück aus den Ferien, da machen sie sich auf etwas gefasst. Europas Wirtschaft schwächeln, läuft Gefahr unter einer Kombination aus Energierationierung, Rekordinflation, einer Straffung der Geldpolitik zusammenzubrechen. Und ich glaube, das trifft es. Das trifft es ganz genau. Wenn ich jetzt zu den verschiedenen Tankstellen mal gehe und frage mal, wie sieht es bei euch aus mit den Preisen, Nachfragen, wie auch immer, sagen die haben kaum noch Diesel. Also die hatten jetzt, ich bin jetzt gerade aus dem Urlaub zurückgekommen, die hatten kaum noch Diesel, kurz bevor ich gefahren bin. Und ich will da mal wieder hingehen. Das ist einfach, die Rationierung ist heftig. Rationierung im Sinne von, es wird nichts mehr geliefert, weil nichts mehr geliefert werden kann, weil die Flüsse versiegt sind. Das ist nicht schön, muss ich sagen. Ja, das glaube ich. Und da ist man ja froh, wenn man überhaupt vom Urlaub wieder zurückkommt. Denn auch Fluggesellschaften und so weiter, die leiden natürlich auch darunter. Ja, aber ich muss sagen, ich bin in die Lufthansa geflogen. Wie hast du das letzte Mal gesagt? Investigatives Management. Ich habe mir das angeschaut, hat super geklappt. Also gut, Hinflug 20 Minuten zu spät, Rückflug 20 Minuten zu spät und Gepäck auch nochmal 20 Minuten gewartet. Aber ich habe meinen Koffer wiederbekommen in Nizza und hier. Das hat also gut geklappt. Also von daher darf ich jetzt mittlerweile wieder vertrauen. Ja, und du hast gar nicht so viel verpasst am Markt. Wir waren mal kurz bei knapp 14.000 im DAX und jetzt steuern wir schon wieder auf die 13.000 zu. Die Volatilität ist weiter hoch. Was sagt denn dein Chartbild? Das ist jetzt der DAX hier und ich habe mir mal eine Sache ganz einfach gemacht. Ich habe einfach mal von dem quasi Alltime-High, was wir hatten, bei 16.282 runtergezogen auf das Low, was wir hatten hier am 5.7. Und wir haben nichts anderes gemacht, als dass wir lediglich auf FIBO-Sicht auf das 38,2er Retracement zurückgekommen sind. Ich mache es mal ein bisschen größer, dass man es besser sieht. Bis dahin sind wir angestiegen. Das ist nicht viel. Wir haben ein großes Gap hier geschlossen. Das heißt, von daher ist der Chart grundsätzlich sauber. Aber jetzt, was mir auffällt, ist diese lange Bewegung, das war jetzt also auch da, wo ich im Urlaub war, die ist innerhalb von 4 Tagen, ja, heute haben wir den 5., komplett zunichte gemacht worden. Und wir bewegen uns bei einer recht wichtigen Unterstützung im Bereich von 13.100. Wir haben hier das untere Bollinger Band, wir haben hier die ehemalige Flagge und wir haben hier die letzte Chartunterstützung, das ist bei 13.045. Das muss halten. Wenn es das nicht tut, wird es schwierig. Auf der anderen Seite, die Technik ist weiterhin negativ. Das ist alles nach unten gerichtet. Ich habe hier nirgendwo auch nur den Hauch einer Stabilisierung. Ich muss davon ausgehen, dass wir nochmal in diesen grau schraffierten Bereich hier reingehen können. Und da muss man weitersehen. Tatsächlich glaube ich, wir sind in so einer Art Seitwärtsphase, die zwischen 12.800 und ja 14.000 breit, aber echt läuft. Und dazwischen wird es hin und her laufen. Ich sehe jetzt nicht, dass wir jetzt komplett neue Lows machen hier. Wobei die Stimmung ist wankelmütig, sagen wir es mal so. Irgendwelche Zahlen, die kommen, sei das eine Nord Stream läuft oder nicht läuft, das wird vom Markt sofort überinterpretiert. Ich bin hier sehr, sehr vorsichtig. Ich habe selbst vielleicht 15% in Aktien, mehr habe ich nicht und mehr traue ich mich auch nicht. Erst wenn wir diesen Punkt hier überbieten, da sind wir also wirklich bei der 14.000 mit Schlusskurs, dann darf ich ja mal glauben, dass wir hier im Bereich 14.792, dass wir das hier reinlaufen können. Im Moment rate ich hier nach wie vor zur Vorsicht und man muss jeden Tag neu beginnen. Damit gebe ich den Bildschirm mal zurück. Ja, da hat man auch an dieser 14.000 oder knapp drunter die Abwärtstrendlinie ab dem Jahresstart gesehen. Über das Juni-Hoch kann man die sehr, sehr schön aufzoomen und dann waren wir daran einmal angestoßen. Könnte auch heißen, das war nur eine Bärmarket-Rallye insgesamt.
Ja, also momentan, da wir nur bis zum 38er Retracement gegangen sind, von der großen Bewegung 16.200 bis runter, darf man das auch nicht als mehr interpretieren. Ein junger Trend, der aufwärts strebt, der korrigiert auch oftmals nur bis zum 38er Retracement. Dann geht er kurz runter und dann geht er weiter. Ja, und jetzt haben wir einen Abwärtstrend und der korrigiert auch nur bis zum 38er. Das ist ein junger Trend, ich nenne das immer pubertierender Trend. Der ist wild, der ist unentschlossen. Und wenn der das nicht bald schafft über die 14.000, dann müssen wir uns auch mit Kursen von 12.400 relativ schnell zumindest mal auseinandersetzen. Und das in einem Umfeld, wo die Zinsen ansteigen, das kann ja auf der anderen Seite nur bedeuten, dass man, wenn man umschichten möchte, vielleicht auch Richtung Bank und Versicherung gehen darf. Also was mir auffällt, ist bei diesen Märkten hier, die ich jetzt noch seitwärts nenne, ist das sowas wie zum Beispiel Commerzbank. Da gehen sie hoch auf 7,40, dann sind sie gleich wieder 6,20. Was ich dann mache, also ich werde die nicht bei 7,40 oder 30 oder 20 kaufen, sondern ich warte, bis es runtergeht. Jetzt zum Beispiel heute bei 6,30 und dann versuche ich wieder Kleinigkeiten zu kaufen, aber höchstens 20% dessen, was ich vorhabe zu kaufen. Ich bin auch der Meinung, das wird dann immer mal wieder hochgeschoben. Aber auch Deutsche Bank ist genau das Gleiche. Lufthansa hatten wir eben mal kurz darüber besprochen. Die kommen jetzt von 7, ich glaube 10 war das, ja, und sind jetzt wieder runter auf 6,05. Da kann man das immer wieder probieren, weil mir fällt auf, dass manche Werte einfach nach unten geschossen werden und dann aber 3, 4, 5 Tage später steigen sie auch wieder für 2, 3 Tage. Und das versuche ich auszunutzen. Einen echten Trend vermag ich hier momentan für keine Aktie zu erkennen. Vielleicht gibt es die Trends ja an anderen Märkten. Das bringt uns zu René Wolfram, unserem Rohstoffspezialisten. Hallo René. Ja, grüß dich. Hi. Ja, der Silbermarkt, der geriet jüngst unter Druck, hat nochmal eine größere Unterstützung hier touchiert. Die 18, 19 Dollar dürften hier wichtig sein. Was sind denn da deine Aussichten? Ja, bei Silber ist es ähnlich wie bei den Metallen. Da haben wir auch schon in den letzten Finanztalks drüber gesprochen. Ich bin grundsätzlich sehr bullish für die Metalle, allerdings natürlich mit einem Zeithorizont von 2, 3, 4 Jahren. Bei Silber sah es längere Zeit technisch, aber auch von den COT-Daten her nicht so gut aus, wie zum Beispiel bei Gold oder auch bei Palladium. Aber da hat sich jetzt das Bild auch aufgehellt. Wir sehen zum Beispiel, dass die Produzenten dort auch so wenig Futures verkaufen wie noch nie oder wie fast noch nie. Es gab, glaube ich, eine extremere Situation noch. Das ist natürlich der Tatsache geschuldet, der Christian hat es gerade schon angesprochen, dass auf der Lieferseite einfach, auf der Produktionsseite einfach ja immer noch ein großes Defizit ist. Es wird einfach wenig produziert. Gleichzeitig haben wir aber immer noch eine große Nachfrage, wenn man sich anschaut. Viele Unternehmen berichten, dass die Auftragsbücher voll sind, aber man kann natürlich nicht produzieren. Und das ist auch so ein bisschen das zweischneidige Schwert bei den Metallen und auch bei Silber. Die Ausgangslage ist bullisch, aber es braucht natürlich mal einen Kaufschub, der ist bislang noch nicht da, weil wir auch nicht über wichtige Marken drüber gelaufen sind. Insofern, du hast schon gesagt, die 18 bis 19, das ist ein wichtiger Supportbereich und wir müssten ja über die 22,50, 25 drüber, aber alleine bis dahin sind es ja 20-25% Anstieg. Insofern, dass sich das ganze Bild wirklich mal in so einen Bullenmodus wandelt, das wird noch dauern, aber auf Sicht von 2, 3 Jahren gehe ich davon aus oder 3, 4 Jahren, dass die Metalle insgesamt sehr, sehr viel höher stehen werden. Also da ist Silber jetzt mittlerweile auch in einer ganz guten Ausgangslage, aber man braucht Sitzfleisch natürlich dafür. Ja, und die richtigen Produkte vielleicht. Mit welchen Produkten handelst du dann so eine Zeitdauer von 2, 3 Jahren? Ja gut, ich nutze teilweise klassische Optionsscheine, die im Geld sind und eine etwas längere Laufzeit haben, aber auch ganz viele Turbos, Turbo-Open-End-Produkte. Da ist mir halt wichtig, dass es nicht zu aggressiv ist, weil die Märkte haben einfach noch ein bisschen Schwankungstoleranz, die ich ihnen einräumen muss. Das lässt sich leider Gottes in solchen Situationen nicht genau timen. Von daher relativ konservative Produkte. Und ich muss mich auch darauf einstellen, dass ich manchmal bei Situationen, wenn ich versuche, eine antizyklische Position aufzubauen, mittelfristiger Natur, dann muss ich mich auch darauf einstellen, dass ich vielleicht einen zweiten oder einen dritten Versuch brauche, weil wir haben es immer wieder auch gesehen in jüngster Vergangenheit, wie extrem die Bewegungen sind, jetzt gerade auch in den Indizes, in den letzten Tagen auch wieder oder jetzt zum Wochenbeginn auch wieder kräftig unter Druck gekommen. Insofern bei den Rohstoffen ist das ja teilweise dann noch extremer. Also da muss ich mich darauf einstellen, dass ich das Ganze dadurch ein bisschen abfedere, dass ich rationiere, dass ich die Einsätze nicht so hoch fahre und so dann halt noch einen zweiten oder dritten Versuch unternehmen kann.
Und das wird ja oft auch von geopolitischen News begleitet, vielleicht als weiteres Underlying den Erdgas-Spot-Markt, der ja sicherlich auch dadurch in Mitleidenschaft gerät, wenn jetzt so eine Pipeline wie Nord Stream 1 mal wieder gewartet werden muss. Ja, das ist natürlich, das kam ja jetzt nicht so ganz überraschend. Da muss man sich ja schon seit Monaten auf das Schlimmste einstellen. Das ist ja auch schon in den Märkten dadurch eingepreist, zu einem großen Teil jedenfalls, dass wir beim Erdgas schnell eine Verdopplung gesehen haben, teilweise sogar fast eine Verdreifachung, je nachdem von welchem Preisniveau oder von welchem Liefertermin wir auch jetzt ausgehen. Aber da wird es jetzt auch so langsam interessant. Das ist natürlich eine mutige Geschichte, in so einem Umfeld auch mal eine Short-Position aufzumachen. Habe ich jetzt in dieser Woche gemacht. Ich glaube, gestern oder vorgestern war es. Und das ist eine erste Tranche. Auch da ist es so, dass das sehr konservativ ist. Der Knockout liegt relativ weit weg. Und es ist ein erster Versuch. Man muss halt da einfach sehen, Märkte, gerade bei den Rohstoffen, aber auch bei den Indizes, ist es immer so, dass sie natürlich mitten in der Krise, wenn also das Thema noch sehr hochgekocht wird, dass sie dann schon ihr Extrem markieren. Das hat man bei Rohöl gesehen, was ja sehr schnell diesen potenziellen Lieferengpass eingepreist hat, als der Krieg losging. Und von da ausgehend ist es ja tendenziell dann in mehreren Wellen, aber tendenziell eher nur noch gefallen. Bei Erdgas ist die Situation natürlich ein bisschen anders. Wir haben jetzt zudem auch noch Hurricane Season in den USA. Das drückt auch nochmal die Preise so ein bisschen nach oben oder hält sie oben. Aber ja, da ist natürlich ein großes Gezerre an diesem Markt durch die Nachrichten, die von allen Seiten kommen. Aber was man halt auch immer wieder sieht, ist, dass die Angebotsseite ist natürlich eine Sache, die Nachfrageseite ist die andere Seite. Und 80% der Preisschocks, die an den Rohstoffmärkten passieren, sind nachfragegetrieben. Und irgendwann lässt natürlich einfach auch die Nachfrage nach, gerade auch in so einer Krise. Wir sehen es ja jetzt selbst, wir werden ja alle auch dazu angehalten, dass wir rationieren, dass wir versuchen zu sparen. Und ja, weil die Leute sich dann einfach irgendwann nicht mehr leisten können, weil auch Unternehmen anfangen einzusparen, geht dann irgendwann die Nachfrage nach unten. 2014, als Russland die Krim annektiert hat, war es auch so. Rohöl ist kurz nach oben gegangen, nicht ganz so stark wie dieses Mal, aber dann ist der Preis auch massiv eingebrochen. Kann man jetzt nicht ganz eins zu eins vergleichen, das ist auch klar. Aber von der Grundtendenz sehen wir das immer wieder bei den Rohstoffen, dass dann diese Einbrüche kommen. Und das ist natürlich schwer zu timen, aber da unternehme ich jetzt auch schon erste Versuche. Ja, schwer zu timen ist das auch für die Flugbetreiber und Fluggesellschaften. Deswegen komme ich nochmal zu Christian Schlegel zurück. Was ist denn dann mit einer Lufthansa in so einem Umfeld? Ja, also wie gesagt, sie kommen jetzt von 7, Grad und sind jetzt runtergefallen. Ich habe es getestet, ich fand es gut, es hat gut geklappt. Die haben die ersten Streiks jetzt erstmal hinter sich. Ich denke nicht, dass die jetzt gleich auf, die sind momentan bei 6,06, denke jetzt nicht gleich, dass sie auf 10 gehen. Aber ich denke, in dem Bereich zwischen 6 und 5 kann man auf jeden Fall anfangen, mal ein paar zu kaufen und die liegen zu lassen, weil die Reiselust, die wird wiederkommen, Corona hin oder her. Auch wenn das jetzt alles nicht so gut geklappt hat und sehr ärgerlich war für viele, die ihren Jahresurlaub geplant haben. Aber ich denke, das wird sich wieder organisieren. Vor dem Hintergrund habe ich da keine Bedenken. Ich fange jetzt an mit den ersten 20%, aber ich werde auf jeden Fall bis runter 5 auf jeden Fall mehr kaufen. Ich habe da jetzt nicht so große Bedenken. Ja, und auch wenn der Sommer hier in Deutschland durch ist, vielleicht hat der ein oder andere wieder die Lust dann dazu gewonnen, im Herbst oder im Winter mal in tropischere Gefilde zu reisen. So lange muss man nicht warten bis zum nächsten Finanztalk, den gibt's wieder am Freitag. Wir würden uns freuen, wenn Sie die Glocke hier abonnieren unter dem Video selbstverständlich, um immer dabei zu sein, wenn es ein Update gibt. Und ich bedanke mich bei Christian Schlegel und René Wolfram für das Interview. Schöne Woche euch noch. We'll be right back.